wenn wir hier mit unseren Bellybooten im Schlepptau zu den Fanggründen. Kaffee haben wir dabei. Hier oben im Säckel habe ich die Zunderbox, damit es auch mit dem Kaffee was wird. Und wo geht's hin? Wir werden erstmal mal an diesem Schilfgürtel vorbeifahren müssen. Bis vorne dieses Waldstück kommt. Da haben wir aber noch ein Stück. Ja, gut, ich kämpfe hier auch schon. Also gut, ich steige jetzt wieder mit rein. Da doch was schon. Ja. Naja. Frischen Biberholz, das wir uns gestern gesammelt haben. Das werden wir aufspalten, schön trocken. Und daraus werden wir jetzt unser Feuer machen für die leckeren Zander. Zundermaterial habe ich auch im Säckel dabei, also dürfte normalerweise nichts schief gehen.
ist es. Endlich der Zander vorbereitet. Ein kleiner, aber schmackhafter Bursche. An der Haut entlang, flossen, den Rückenstrahl rausziehen. Vorher die Hände gewaschen. Selbstverständlich. Guck. Das ist deutlich besser, oder? So. Jetzt kriegt er gleich das Fell über die Ohren gezogen. Zack. Zack. Eingeweide gleich mit draußen. Und das ist jetzt wirklich Öko hier. Null Verpackungsmaterial hatten wir, nur Materialien aus dem Wald, Fisch, ungewürzt, über dem Feuer gegart. 100% Bio. Wollen wir als Vorspeise diesen kleinen Pfifferling essen? Oh, ein Gedicht. Hart erkämpfte Fische sind es heute gewesen. Das haben wir hier mit den Booten Strecke gemacht. Ich hatte 3 Hechte und einen Barsch und ich glaube 2 Zander. Und der Tom hat glaube ich 9 Zander oder sowas. Da hinten fährt er. Da ist schon wieder dunkel. Sehr bewölkt. Kalte Füße habe ich und kaputt bin ich.